Hallo Freunde und willkommen zum kleinen Letzt-Zwischendurch-Part. Diesmal mit Knack oder Knack, wie man es eher ausspricht. Ich habe es jetzt mal von einer Freundin geliehen, weil ich das da gesehen hatte. Vor, ich weiß schon recht lange her. Da habe ich gesagt, sieht ganz lustig aus. Aber jetzt ist diese Mine so gut wie erschöpft. Werde ich mir also mal ausleihen und zocken. Das Ganze hat auch einen Splitscreen-Mode. Also man kann es auch zu zweit spielen, so wie ich es gesehen habe. Dann rennt man mit noch so einem Vieh hier rum. Und das werde ich auf jeden Fall demnächst mal mit meiner Freundin durchzocken oder so. Mal gucken, wie das ist. Vielleicht kommen, machen wir da auch Videos. Schauen wir mal. Und es ist wirklich so ein... Es ist das Dark Souls für Kinder, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also ich spiele es auf dem Schwierigkeit normal. Es gab leicht, schwer und normal, glaube ich. Oh shit. Hier ist, weißt du, perfektes Ausweichen und so weiter, dann kommt dann so Dark Souls mäßig und vor allem der Damage erinnert sehr an die Souls Serie. Weil man ist wirklich so mit zwei Schlägen oder mit zwei Treffern ist man einfach down. Das ist sehr lustig. Zack. Also macht wirklich Laune, muss ich sagen. Na, hebt diesen alten Bohrer auf. Da sollten noch ein paar Relikte drin sein. Jawohl, das sammeln wir immer so ein, damit können wir halt größer werden. Boah, das kriegen wir sogar kaputt, coole Sache. Hiermit können wir so kleine Special Moves immer machen, das ist auch ganz cool. Also es ist wirklich natürlich, ja, mehr für Kinder gedacht, logischerweise. Aber das heißt ja nichts. Macht auf jeden Fall bis jetzt Laune. Ich würde es gerne mal gucken, wie es zu zweit ist. Aber ich habe jetzt momentan keinen zweiten PS4-Controller hier. Oh, jetzt kommt schon ein krasserer Gegner. Alter, und fast tot. Habt ihr gesehen, wie viel Energie das gezogen hat? Holy shit. Ja. Und tot. So schnell geht's. Und das ist wirklich übel. Ich frage mich, wie das auf schwer ist. Ja, okay, man kann aber auch mit Schlägen kann man auf jeden Fall stunnen. Also wenn man einmal eine Combo macht, ist direkt... Da können die Gegner nichts mehr machen, so wie es aussieht. Aber trotzdem, für so ein Kinderspiel finde ich es ziemlich heavy. So, kleine Fallen, die ignorieren wir mal. Boah, Alter, was ist hier los? Mit den Ausweichen muss ich mal gucken, wie das ist, ob das... iframes hat, also quasi, dass man wirklich während dieser Animation, egal wie man ausweicht, selbst wenn man in die Attacke ausweicht, ob es halt iframe hat, das bedeutet, dass man halt, ja... unbesiegbar ist in dem Moment. Ah, das war zu spät. Das war ein bisschen zu spät. Obwohl... Ah, und die Checkpoint-Setzung, Leute, ihr seht es. Na okay, hat iframes, okay. Das heißt, ihr könnt in die Attacke ausweichen, ihr seid in dem Moment unbesiegbar. Das ist schon mal sehr gut. Sehr, sehr gut zu wissen. Ah, die Checkpoint-Setzung ist echt mies, also... Wenn ich da so ein kleiner... Stippino wäre, würde ich ziemlich ausrasten. Ich würde gerne mal so einen Special Move machen. Na komm, so. Okay, ich habe mich einfach nur ein bisschen dumm angestellt. Ein bisschen Special aufladen. Ah, jetzt können wir es fast einmal machen. Irgendwie findet man Relikte immer in solchen Gebäuden. Aber ist das überhaupt ein Gebäude? Es gibt keine Tür. Kein Mensch hat hier je gelebt. Ayo. Von mir aus. Oh, hier ist ein fetter Abwehr. Perfekt. Oh, was ging hier? Okay, jetzt haben wir wieder einen, damit werden wir auch immer größer. Ist auch sehr cool. Shit, jetzt. Achso, nee, warte, da oben geht's weiter, nehme ich mal an. Kleines Stun-Move und hier, zack. Hier kriegen wir noch mehr von dem Zeug. Oder auch nicht irgendwie. Okay, das heilt uns, glaube ich, auch auf jeden Fall. Ah, okay, hier ist ein Geheimnis. Oh, das ist jetzt scheiße. Es kann sein, dass jetzt die Aufnahme abbricht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Okay, ich hoffe, wir sind wieder da. Ich muss das wahrscheinlich schneiden. Bäm! Okay, kurz für die Synchro. Weil das dürftet ihr jetzt eigentlich nicht gesehen haben. Ich weiß jetzt nicht, wie das weiter aufnimmt, weil das sind immer so blockierte Szenen. Das ist das einzige Spiel, wo ich das je gelesen habe. Und dann bricht das halt irgendwie immer ab. Ich weiß auch nicht. Das sind die Koboldpanzer. Wir haben sie irgendwie überholt.
lange hält die alte Straße das nicht mehr aus. Aber vom Design muss ich sagen, sehr cool. Jetzt machen wir hier Wirbelwind-Action. Bäm, jawohl. Es kommt noch mehr, shit. Ah shit, ich mach's immer zu spät. Jawohl. So sieht's aus. Aber ich finde es wirklich für ein, in Anführungszeichen, Kinderspiel echt ein bisschen schwer. Aber okay. Oh jawohl, jetzt sind wir richtig schön groß. Ach, man guckt immer alles so nach Geheimgängen, das macht echt Laune. Wow. Boah, Alter, was ist jetzt los? Jetzt sind wir riesig hier. Alter Vater. Jetzt geht die Party hier richtig los. Ist hier noch irgendwas? Nee. Aber wir können noch tanky-mäßiger werden. Danke. Bam! Einen Schlag brauchen wir sie nur noch, Alter. Was wollt ihr da oben? Zack! Bisschen overpowered gerade, aber hey. Boah, so geht das ab hier. So geht das ab. Guck mal, ob hier noch irgendwas ist. Nee. Wir müssen wahrscheinlich komplett drüber springen. Batz! Dort! Dort! Okay, so ist es natürlich schon ein bisschen angenehmer. Muss man ja dazu sagen. Ah, shit, shit, shit. Okay, jetzt macht es doch nicht mehr so viel Damage, wenn wir so riesig sind. Aber wenn wir wirklich ganz, ganz klein sind, das ist richtig übertrieben. Weil da reicht wirklich ein Schlag meist von irgendwas, man ist tot. Jawohl, gebt mir noch mehr Macht. Okay, das geht schon mal nicht. Ah, ein Kontrollraum. Aber in dem Generator sind keine Relikte mehr. Okay, erstmal gucken, ist hier noch irgendwas? Ein Moment, Doc. Ich mach mal eben das Licht an. Nein, meine Macht schwindet. Auf geht's. Die Stimme. Ha, Geheimgang. Okay, jetzt wird wieder die Aufnahmen abbrechen. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Wieder ein neues Teil gefunden, auf jeden Fall. Okay. Ey, keine Ahnung wirklich, wie das hier abgeht. Ich muss wieder kurz synchron. Bam! Okay. So. Das wird voll dumm, das zusammenzuschneiden. Aber irgendwie sind das so blockierte Szenen und die werden noch nicht aufgenommen. Keine Ahnung. Wow, Alter. Ich hab gedrückt, ich schwör's euch, Leute. Boah, hier, schöne Zeitlupe, Ding mitgegeben. Zack, zack. Ey, fast tot, shit. Nein! Verdammt, sind wir auf diesen Schlag konzentriert. Warte mal, haben wir jetzt aber das hier gekriegt? Ich überprüfe das lieber mal. Dann bricht die Aufnahme wieder. Ne, okay, das haben wir, das haben wir. Okay, okay, okay. Aber so bis jetzt muss ich sagen, macht sehr Laune. Eine Freundin hat irgendwie gemeint, ja, irgendwie später wird es ein bisschen das Spiel sich extrem ziehen. Dazu kann ich halt noch nichts sagen, weil ich habe das jetzt wirklich eben erst... angefangen zu zocken. Also das ist jetzt noch recht der Anfang. Ach, scheiße, Alter. Schon wieder fast Half-Life. Unfassbar. Okay. Jetzt aber. Oder geht's da hinten um die Ecke? Ist da noch irgendwie was? Nee, 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 nee. Ich kleiner Secret Hunter muss da immer nachgucken.
Bam. Hui. Na komm. Okay, wir wachsen wieder ein bisschen, kriegen dadurch mehr Energie, das ist natürlich sehr schön. Okay, ich glaube, hier kommt... Ja, eine Cutscene. Ich wollte es gerade sagen. Na, das gefällt mir schon besser. Weißt du was? Dich habe ich auch in einer Höhle entdeckt, wie diese hier. Siehst du dieses Podest? Wenn man diese Höhlen findet, falls es klappt, ist da so ein Podest. Und nie steht was drauf. Nur einmal. Das muss jetzt 20 Jahre her sein. Da fand ich eine Höhle, die war... anders. Es wird erzählt, dass diese Orte einst lebendig waren und dass es Relikte in Massen darin gab. Doch die Precursor hatte das niemand je gesehen. Bis damals. Auf dem Podest stand eine leuchtende Kugel und um sie war eine Konstellation in Gold und Rot und Blau. Ich streckte die Hand aus. Ich weiß gar nicht mehr wieso. Und die Kugel kam zu mir. Ich brauchte viele Jahre, um das Geheimnis zu entschlüsseln und die Macht der Kugel zu verhundertfachen. Doch schließlich konnte ich das Puzzle lösen. Und das Ergebnis warst du. Hey, sehen wir es uns aus der Nähe an, ja? Coole Sache. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ja, wir sehen uns in den nächsten Videos und bis dann. Tschüssen.